Es gibt Menschen, die können schnell laufen oder weit springen. Diese drei Rostocker können gut klettern. Das ist außergewöhnlich, denn zwei von ihnen haben eine Sehkraft von gerade einmal 1%. Einer ist komplett blind. Die Augen gelten als das wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Wer nicht sieht, von dem erwartet die Gesellschaft Einschränkung und Verzicht. Doch nicht jeder Blinde akzeptiert dieses Stigma. Ich habe eine Seheinschränkung, die als Behinderung gilt, von der ich mich aber nicht behindern lasse. Und weil wir unsere Grenzen selbst definieren wollen, haben wir einen Verein gegründet. Den Rostocker Gurba Club Hansa, kurz RGC. Goalball ist die weltweit beliebteste Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. Das Besondere beim Goalball, hier können auch Sehende mitspielen. Eine Dunkelbrille sorgt für Chancengleichheit. Gespielt wird 2x12 Minuten. Der Ball darf nicht direkt aufs Tor geworfen werden, er muss rollen. Nur dann kann man ihn hören. Im Inneren des Balls sind Glöckchen. Die Athleten verlassen sich beim Spiel auf ihre Ohren und den Tastsinn. Am Boden des Spielfeldes gibt es dafür Markierungen. Wer bisher in Mecklenburg Goalball trainierte, konnte das nur an der Landesschule für Blinde in Neukloster und auch nur auf Jugendniveau. Erst seit Gründung des Rostocker Goalballclubs gibt es eine Alternative. Über Jahre hinweg mussten unsere Talente Mecklenburg-Vorpommern verlassen. Und mit Gründung des Vereins können sie nun hier bleiben. Und unser Ziel ist, eine feste Größe im europäischen Goalball zu sein. Seit Gründung 2014 schreibt der Verein eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. So haben die Mitglieder in Rostock ein Leistungszentrum aufgebaut, inzwischen ein anerkannter Bundesstützpunkt. Neben Schule, Studium oder Arbeit trainieren die Sportlerinnen und Sportler hier bis zu 8-mal in der Woche. Mit Erfolg, aus Rostock kommen Nationalspielerinnen. Das Team spielt in der ersten Liga und der Champions League und gewann bereits die deutsche Meisterschaft. Und während die Älteren Schnellkraft, Ausdauer und Koordination trainieren, geht es in der Kindergruppe vor allem um motorische Fähigkeiten. Goalball ist ein Sport für klein und groß. Die Motivationen sind vielfältig. Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln. Ich sehr liebe meine Mannschaft. Goalball ist schnell und präzise. Es ist ein cooler Sport. Wir sind eine einzigartige Gemeinschaft. Mit Goalball kann ich um die Welt reisen. Ich möchte erfolgreich sein. Mich fasziniert der Teamgedanke. Chancengleichheit für Sehbeeinträchtigte und Sehende. Der Rostocker Goalballclub ist mehr als ein reiner Sportverein. Hier entstehen Freundschaften, man kocht gemeinsam, macht Hausaufgaben. Ob blind oder sehend, spielt keine Rolle. Der Verein wird zur Familie, zur Gemeinschaft. Im Zentrum aber steht der Sport. Dem Verein ist es gelungen, die Stadt Rostock als international bekannten Goalball-Standort zu etablieren. Eine Europameisterschaft hat der Verein bereits in der Hansestadt ausgerichtet. Das nächste Ziel ist eine Weltmeisterschaft.